Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von The Inner World. Und wir haben ja glücklicherweise hier erstmal einen neuen Screen zu untersuchen. Da haben wir bestimmt erstmal ganz gut zu tun. So, schauen wir uns mal alles an. Der Schacht führt zum Windbrunnen der Ruine. Okay, von da kommen wir ja. Nein, ich muss hier bleiben und verhindern, dass Laura irgendwas passiert. Oder irgendwem. Ja, das ist gut. Oder irgendwem. Da steht Achtung in großen Holzbuchstaben. Flugschneid. Oh, Sekunde mal. Das kann ich nicht verwenden. Kann ich das Ausrufezeichen nehmen? Ist ja geil. Ich bekomme es so nicht ab. Aber ich will dieses Ausrufezeichen. Ich will es auch unbedingt haben. Das Ausrufezeichen verleiht dem Wort irgendwie Würde. Naja, ob es ihm Würde verleiht, weiß ich noch nicht. Ach, da müssen wir ja noch reinschauen. Damit kann man nichts machen. Ja, du sollst es dir angucken. Da steht drauf, hey, schau mal da drüben. Hä? Warum hat Laura mir den Zettel gegeben? Hä? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Probier mal hier noch. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja, was? Ich geb's zu. So, dann schauen wir mal bei der Flagge. Conroy hat sich tatsächlich seine eigene Flagge erschaffen. Er ist größenwahnsinnig. Ich hab mir früher auch eine Flagge gemalt. Ich komm nicht dran. Ich hab dann mein Zimmer zu einem eigenen Land ernannt. Dieser Kurbelkasten und die Flagge haben irgendwas miteinander zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Naja, damit kann man's runterkurbeln, mein Jung. Aber wir haben leider keine Kurbel. Wo ist die Kurbel? So funktioniert das nicht. Da ist eine Kurbel. Also, naja, ein Imbusschlüssel. Aber damit geht das bestimmt auch. So, Trichter. Da ist ein Filter drin. Und er ist bis zum Rand mit Kaffeepulver gefüllt. Da könnten wir Kaffee machen. So brüht man keinen Kaffee. Ja, ich weiß. Eine leere Kaffeekanne. Ich weiß noch, dass Conroy seinen Kaffee rabenschwarz mochte. Ohne Milch, ohne Zucker und ohne Gnade. Da ist nichts drin. Da gehört Kaffee rein. Okay. Den Schrank können wir nicht öffnen. Hier ist eine Bilderreihe. Immer das Gleiche. Oh, Sekunde mal. Ist das wirklich immer das Gleiche? Er liebte das Bier. Ach, das ist ein Nachruf. Er liebte das Bier. Er liebte die Frau. Er liebte auch Arsen. Mechanikerwache. Den Rest kann ich nicht entziffern. Mechanikerwache und dann wahrscheinlich wie hier eine Zahl. Aber die Wachen. Loses Wachenbild? Oh, oh. Das löst sich schon an der Seite. Okay, dann machen wir doch mal ab. Oh, wir haben es. Und was haben wir da? Eine Wache wie jede andere. Sieht aus wie die Wache neben ihm und wie die Wache neben ihm. Kann ich das damit auch nehmen? Damit kann man nichts machen. Und kann ich. Ach so, jetzt komme ich gar nicht mehr zu dem Ding unten hin. Na, dann geht das wohl nicht. Stark wie nie gesehen. Bauchmuskeln wie ein Brett. Sah er nicht den Schacht? Marschierwache 10, Violett 8. Hä? 10, Violett 8? Ich glaube, das schreibe ich mal auf, oder? Sekunde. 10, Violett 8. Das wird wahrscheinlich irgendeine Bedeutung haben. Eine Wache wie jede andere. Okay, das kennen wir schon. Damit kann man nichts machen. Und mitnehmen können wir es nicht. Er trug Hüte aus Papier. Er ließ sich gern nackt anschauen. Sie schnappten ihn in der Nacht. Rumstehwache 4, Braun 8. 4, Braun 8. Arsen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also auf jeden Fall würde sich 10, weil hier ist Schacht 8, Nacht. Ah, Violett Brett. Anschauen, braun. Oh, wow, ich hab's, glaube ich, gelöst. Ich bin über mich selber überrascht. 10 und Bier. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frau, blau. Oh, geil. Voll gut. 4, blau, 10. Yay. Wow. Das finde ich ja super. So, die Bilderreihe hätten wir also hinter uns. Außer man kann... Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Okay, das geht nicht. Hier ist der mechanische Basil. Es ist wirklich eine Maschine. Unglaublich. Conroy schreckt einfach vor nichts zurück. Warum habe ich ihn all die Jahre nicht durchschaut? Es bedeutet, dass Conroy entweder der brillanteste Lügner Asposiens ist oder ich einfach ein Riesenidiot. Nein, es lag an Conroy. Vielleicht kam ja beides zusammen. Den brauche ich nicht zu streicheln. Maschinen fühlen nichts. Du sollst ihn kaputt machen, nicht streicheln. Ich glaube, das hier ist der Motorraum. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit kaputt machen würde. Das fasse ich lieber nicht an. Okay, recht hat er schon. Ah, Knie.
Das runde Bauteil liegt genau vor dem rechten Fuß der Wache. Ah, wenn wir irgendwie, ne, dagegen irgendwas machen können. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Glaube ich. Das Knie der Wache. Ein ganz schön muskulöses Bein. Da ist ein Pflaster drauf. Sieht aus wie eine Zielscheibe. Wo ist eigentlich Laura? Das lasse ich ihm. Sonst kann er nicht mehr gehen. Naja, ich denke, er könnte auch ohne Pflaster noch gehen. Klarlack. Wenn man Dinge damit bestreicht, sieht alles genauso aus wie vorher. Sinnloses Zeug. Ja. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Oh. Hm? Nein, das dürfen nur Mechanikerwachen benutzen. Und du bist ganz offensichtlich keine. Dafür braucht man eine Klarlack-Ausbildung. Hä? Wie gemein. Ich bin hier aber der hier. Sieh mich an. Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachen. Ah. 4. Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat 3 Teile. Klar, ich wollte gerade den 2. Teil sagen. 4, jetzt blau. Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Und der 3. Teil? Und das müsste die 10 sein. Ja, das ist die 10. Ach ja? Ist ja witzig. Ich dachte, du wärst tot. Na dann, bedien dich. Ich habe eh keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber zurückbringen. Geil. Wir haben Klarlack. Mechaniker, Wache, 4 blau, 10 hier. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber zurückbringen. Kein Problem, werde ich machen. Kann ich auch den Imbusschlüssel haben? Mechanikerwache 4 blau 10 hier. Ich nehme das hier mal mit, ja? Was hast du da? Ich weiß nicht genau. Okay, nimm mit. Was auch immer es ist, nimm's einfach mit. Und das hier, kann ich das auch haben? Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Okay, das geht also nicht. Kann ich ihm damit gegens Knie hauen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, schade. Und hiermit? Oh, er hat mir schon so gute Dienste geleistet hier, der kleine Conroy. Das mache ich nicht. Okay, kann ich verstehen. Und Klarlack ergibt wirklich keinen Sinn. Kann ich das damit? Möchte ich nicht lackieren. Und das hier? Das möchte ich nicht lackieren. Na gut, dann reden wir jetzt mal mit der Wache, würde ich sagen. Ach, erstmal angucken. Eine Mechanikerwache. Hoffentlich entdeckt sie mich nicht. Obwohl das auch dann unwahrscheinlich wäre, wenn sie keinen Bauplan vor der Nase hätte. Hallo? Wer da? Ja, guck doch mal hin. Er guckt mich nicht mal an. Was ist mit eurem Knie? Habt ihr euch verletzt? Was? Ach, das. Alte Wurzelballverletzung. Einer der Jungs von den Marschierwachen hat mich kurz vor dem Tor weggegrätscht. Meine Sehne hat sich aufgerollt wie ein Jojo. Au. Ja, seitdem ist mein Knie angespannt wie eine Sprungfeder. Mhm. Könnt ihr mit eurem kaputten Knie dennoch Wurzelball spielen? Klar, aber die lassen mich nicht mehr. Ich trete jetzt so fest zu, dass niemand mehr meine Bälle annehmen kann. Der Letzte hat seinen Fuß verloren. Oh. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Kerl, der es mit einem Kopfball versucht hat. Nein. Was baut ihr hier eigentlich? Das sieht aus wie ein Basil. Findest du? Oh, danke. Ich habe auch schon über einen Namen nachgedacht. Wie findest du Pompadeus Reus? Zu dramatisch? Was ist mit all den anderen Basilen? Das ist schon fast eine ganze Armee. Für die habe ich mir noch keinen Namen überlegt. Aber Conroy wollte sie alle das Bataillon der Zerstörung nennen. Was? Frag mich nicht, ich finde es auch langweilig. Ich meine, wo bleibt da der Subtext? Aber wieso will er das machen? Hat jeder von diesen Basilen einen versteinernden Blick? Klaro. Wenn ich das Teil erstmal gefunden habe, das man dazu einsetzen muss. Wir müssen ihn aufhalten.
Was hast du gesagt? Ich sagte, wir müssen ihm was zum Geburtstag kaufen. Schon in Arbeit. Wir Wachen sammeln gerade alle Asp in einem Topf. Ihr wollt Conroy gemeinsam was kaufen? Anweisung vom Chef. Oh, wer ist euer Chef? Conroy. Da hinten hängt so eine komische Flagge. Ich habe so eine noch nie gesehen. Was bedeutet sie? Das ist die neue offizielle Fahne der Rechtschaffenheit. Abt Conroy hat sie selbst entworfen. Oh ja, ich erinnere mich. Kunst war ein Hobby von Conroy. Er war sehr kreativ beim Thema Foltermethoden. Warum gibt es jetzt eine neue Fahne? Asposien hat doch eine sehr hübsche. Die mit dem lächelnden Phosphos drauf. Keine Ahnung. Er meinte irgendwas mit neue Ära, neue Fahne. Ich hab nicht zugehört. Okay. Danke für die Auskunft. Ich helfe doch gern. Dann können wir uns ja jetzt wahrscheinlich die holen. Das müsste doch passen, oder? Als Kurbel? Stimmt. Ja, das sieht gut aus. Holen wir uns die Flagge. So. Eingepackt. Komm her, kleine Flagge. Dein Job ist gerade wesentlich interessanter geworden. Vielleicht könnten wir die härten mit dem Klarlack? Das möchte ich nicht lackieren. Das mache ich nicht. Wieso nicht? Hör doch mal auf mich. Das wird nicht klappen. Vielleicht könnten wir hier Kaffee reinfüllen. Oh, da ist ja auch noch das Ausrufezeichen. Oh, tatsächlich. Das ist nicht gesund. Kaffee ist fertig. Oh, oh. Das ist ein ganz, ganz... Oh, schwarzer Lack. Ach so. Schwarzer Warum Lack. Warum sollte ich das tun? Ich habe keine Ahnung. Das mache ich nicht. Kann ich verstehen. Ah, das können wir auch gar nicht mehr... Ach, ich bekomme geht es immer so noch nicht ab. Aber ich will dieses Ausrufezeichen. Ich auch. Können wir das... Aber was bringt das? Naja, dann könnt... Nee, okay. Und mit der Flagge, dass ich es besser das greifen kann? Das wird nicht klappen. Das klappt auch nicht. Oh, mit... Ach nee, das hatte ich schon ausprobiert, ne? Ich glaube... Okay, so, da ist der mechanische Basil. Wir haben ja auch noch gar nicht alles hier geguckt. Sekunde mal, da hinten ist ja noch mehr Basilenreihe. Conroy lässt hunderte von ihnen bauen. Echt übel. Sekunde. Ich konnte hier noch was drücken. So. Ich bin zu klein. Was soll ich denn schon ausrichten? Nur weil man klein ist, heißt das nicht, dass man nichts ausrichten kann. Möchte ich jetzt mal anmerken, ja? Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns doch den Gang da hinten mal an. Da waren wir ja noch gar nicht. Wir haben hier erstmal eine ganze Menge schon gelöst. Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen. Aber ich muss meinen Kopf benutzen. Aha, das ist ja interessant. Schauen wir mal. Da ist eine Wache. Die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, den Fußspuren zu folgen. Und die Spuren führen im Kreis. Klingt nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ja, total spannend. Aha, jetzt steht er gleich hier. Hier ist eine Alarmglocke. Eine Alarmglocke mit einem praktisch aussehenden Hämmerchen. Das Hämmerchen hätte ich gerne. Kann ich das haben? Ja. Oh, hoppla. Ich muss Laura finden. Hä? Was? Ich habe nichts gedrückt übrigens eben. Da kann ich jetzt nichts mehr mitnehmen. Okay. Kann man hier noch... Nein! Oh, nicht. Mensch. Ja, und dann schreit... Ach so, das pfeift immer, wenn es weiterlaufen soll. Okay. Ein Vogelkäfig. Ein Hauptquartier. Huch. Der ist da festgeschraubt. Wegen Flitzpiepen wie dir. Der ist ja drauf, ist ja voll Ach, lustig. Wie putzig. Irgendjemand hat ihn wie einen kleinen General angezogen. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sergeant Piepmatz. Aber zu Körnern sag ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Das ist ja super geil. Was tut ihr denn hier? Meine verdammte Pflicht. Wenn ich diese Ketten nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Naja, sie würden einfach stehen bleiben. Okay, also sollten wir ihn ablenken. Ist der Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey Junge, du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein, wofür denn? Einen Pinselstein vielleicht?
Auch nicht. Hä? Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay. Okay, ich glaube, den habe ich eben Ihr nicht kapiert. Ihr seid ein Wellensittich. Heißt das ein Witzer? Ah, super. Heißt das, ich kann fliegen? Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist. Ja, nicht wahr? Ich habe als Grubensittich angefangen. Keine schöne Sache. Meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh weia. Im Krieg? Nein, von der Stange. Ein schöner Anblick, das kann ich dir zwitschern. Zwitschern? Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Ey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle, Sergeant Piepmatz Lonely Hearts Club Band. Geil. Ihr arbeitet für Conroy? Jawohl, seit 2 Jahren schon und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischiwaschi-Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedenskram. Ja, furchtbar. Ganz schrecklich. Ja, genau. Peace, Alter. Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Ja, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich hab schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Müssen ihm unbedingt Körner besorgen. Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Feine Jungs! Jeder hat ein besonderes Talent! Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechanikereinheit, die absolute Elite! Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden! Oder die Marschwachen! Was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Oh, das war's okay. Schon schade. Danke für das, Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge. Geil. Die ist ja echt, der ist ja echt geil, der Wellensittich, beziehungsweise der Piepmatz. So, als letztes probieren wir doch nochmal, ob wir nicht mit dem Hammer jetzt schön aufs Knie hauen können. Das wird schmerzhaft sein. Dann müsste ja eigentlich das Ding da reinkicken. Gucken wir mal. Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Ah, das Ausrufezeichen. Oh. Okay, das haben wir dadurch bekommen. Na, das sieht doch gut aus, nicht wahr? Ah. Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen mit schwarzer Farbe. Ja, ein verschmiertes Ausrufezeichen. Genau. Keine Ahnung, warum ich gerade so begeistert bin. Ich weiß nämlich noch nicht, was das bedeutet. Aber wir werden es in der nächsten Folge von The Inner World bestimmt herausfinden. Ich bin gespannt. Wir müssen irgendwie den Piepmatz überlisten. Aber das kriegen wir ganz sicher hin. Also, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.